Guten Morgen, mein Lieber. Na schön. Na? Na? Was geht? Gut. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Siehst doch ein bisschen verkuschelt aus. Bin ich auch. Komm rein, Alter. Ja. Das ist meine neue Bude. Man hat alles, was man braucht. Und du bist jetzt auch gerade dabei bei meiner Morgenroutine. Ich habe gerade eben schon meine Steps gemacht und jetzt gibt es erstmal ein paar Supplements. Das hier ist übrigens übelst geil, also verdauungsmäßig. Das mit verdünntem Wasser. Okay. Und danach ist die Verdauung nicht bei 400%. Mathematik. Kannst du Kapseln schlucken? So auf einmal? Auf jeden Fall nicht so viele. Warte mal, wie viel sind das? Das lernt man irgendwann als Bodybuilder oder werden da Bodybuilder. Am Anfang haben die Leute gesagt, ja lass, nimm mal Apfelessig für die Verdauung, das riecht gut, die ganzen Bodybuilder machen das, denken so, okay, trink das pur und mir ist fast der Mund weggeätzt. Das reicht schon. Du trinkst jetzt nur Apfelessig oder was trinkst du noch dazu? Ne, dazu mein Kreatin, weil das nehme ich sowieso jeden Tag und dann vergesse ich es nicht, meistens morgen. Und das ist auch nochmal für die Verdauung, Glutamin, aber leider schon leer. Und das hier ist Basenpulver, also ein bisschen so Elektrolyte. Gleicht quasi den Säuregehalt im Körper aus. So, und das ist jetzt wirklich richtig eklig. Da sage ich auch nicht, dass das lecker ist. Aber es ist unerlässlich. Okay. Riech mal. Hey. Was machen wir jetzt, Lars? Mein Mentor hat mir verschrieben, Eis zu duschen. Und ich hasse es wie die Pest. Okay. Aber es ist so, ich gehe jeden Morgen hin und mach was, worauf ich schon direkt keinen Bock habe. Und danach fühlt man sich schon mal echt gut. Also okay, schon mal gemacht also, ja? Gestern. Soll ich mir Unterhose anziehen und dann kriegst du es hin? Ich pixel das. Ja, zum Schluss mache ich nochmal warm, weil dann ist ist mental sowieso schon gehalten. Aber ich gehe rein kalt und dusche mich auch abkalt. Ja Mann, jetzt gibt's endlich Essen, ich hab schon krank Hunger. Ist auch übelst schnell gemacht eigentlich. Ich zeig euch ganz kurz, wie ihr ganz schnell Essen zubereitet, okay? Beachtet nicht meine Waage, die sieht immer so aus. Schüssel, Waage. Habt ihr schon mal... Nein, ich hab meinen Rice Pudding. Ich musste meinen Rice Pudding wegwerfen, also verschenken am Flughafen. Dann benutzen wir das hier. Dann mixe ich mir immer so ein paar Wastes zusammen. Das hier ist momentan ganz geil, das ist auch... neu rausgekommen. Ich war einfach immer so ein bisschen von allem. Das hier ist auch noch ein kranker Hack. In der Diät, wenn du dein Essen ein bisschen dickflüssiger machen willst, mehr Wasser, mehr Volumen, Flohsamenschein. Einfach 3 bis 5 Gramm reingeben, dann kannst du direkt mehr Wasser reinmachen. Reicht. Ja, und dann noch Flame Tasty Auswahl. Also das Whey tue ich gar nicht da rein, sondern ich mische das mit Wasser an. Hierfür. Wie viel Scoop machst du da rein? Heute sind es 50 Gramm. Nimmst du dir einfach kaltes Wasser und dann wird es einfach zu so einem Dip, den du drüber gießen kannst. Ich mache das quasi als Topping, dass ich so eine süße Soße mir selbst mache. Und das verklumpt nicht? Das sieht ganz gut aus. Schmeckt das so. Wie viele Kalorien hat das jetzt alles zusammen? Normal habe ich noch Mandelmus in der Mahlzeit. Die lasse ich jetzt weg. Ich glaube so 650 oder so. Ist auf jeden Fall super verdaulich. Esse ich immer vor dem Training. Fahre ich einfach am meisten und schmeckt halt übertrieben gut. Und jetzt haben wir, guck das hier, das meine ich. Guck mal, wie geil das ist. Das ist wirklich so pervers. Einfach Nutella. So, bist du satt? Geht. In der Diät wird alles rausgekratzt. Nach dem Training gibt es die nächste Mahlzeit oder wie? Genau das gleiche. Das isst du dreimal am Tag? Zweimal. Pre und Post, also vor und nach dem Training. Zweimal Hähnchen, Reis, Gemüse aufgeteilt auf 2 Mahlzeiten. Und einmal 500 Gramm Skier mit Flame Tasty und Beeren. Das sind 2,6. Nicht so dolle. Bisschen Koffein. Und das ist eigentlich nur für den Pump. Das ist eigentlich das Wichtigste. Koffein nehme ich eigentlich sehr selten. Aber heute brauche ich mal irgendwie. Zack, und das Wichtigste kommt jetzt.
Martin, jetzt schiebt der Apfelessig. Ich geh nochmal. Alles klar. Bis gleich. Gleich. Ist das im Takt mit dem Schlafzimmer, oder? Ja. Falls die Leute auch mal hier trainieren wollen und den Eingang nicht finden, der ist ein bisschen versteckt. Nicht, dass man auch schon sehen, in die Küche reinläuft. Ich starte immer mit meinen Schwächen, egal an welchem Tag. Heute haben wir Schultern, Arme. In dem Fall hintere Schulter an der Reverse Butterfly. 3 Sätze. Mache ich hintere Schulter, seitliche Schulter, hintere Schulter, seitliche Schulter. Okay. Keine vordere Schulter, weil die ist bei mir zu gut oder steht im Gegensatz zu den anderen raus und die anderen sind zu schlecht. Und ich fange einfach an mit Reverse Butterfly, weil du halt stabil bist. Eigentlich ganz geil. Arbeite mich jetzt hoch zum Arbeitsgewicht und dann gucke ich mal noch einen Warm-up. Beim Warm-up mache ich momentan noch immer ein bisschen mehr Wiederholung, um ein bisschen Blut schon reinzubekommen. Wobei den meisten Leuten die hintere Schulter, die immer laggt. Intensität war jetzt ganz gut. Ich versuche, gehe immer relativ nah ans Muskelversagen, eigentlich fast jeden Satz. Oder immer so ein, zwei vorher, aber meistens schon jeden. Und jetzt gehe ich ganz leicht runter mit dem Gewicht und lieber ein bisschen mehr Wiederholung, dass ich richtig voll bin hinten in der hinteren Schulter und dann kann ich auch besser seitheben. Aber ich habe hier so eine Lücke, das ist meine Schwachstelle. Zwischen der seitlichen und der hinteren fehlt mir so ein bisschen Schulter und da versuche ich dann gleich gegenzugehen. Erste Übung, dann direkt weiter seitdem. It just feels like coming with a woman. Yeah. You know. Hast du eine Doku gesehen? Nee, noch nicht. Sehr geil. 5 Stunden im Gym, einfach so hart trainieren, wie es geht. Einfach Gas geben, bis man nicht mehr kann. Zum Schluss, wenn ich nicht mehr kann, dann mache ich manchmal den hier. Und zwar ziehe ich, also gehe dann nicht mehr weit vom Körper weg, sondern ruder quasi aufrecht. Wie viele? 10 K. Also zwei Spaziergänge einfach. Ich gehe immer die gleiche Runde. Ich bin auch so ein Bauer. Immer die gleichen Schritte, immer die gleiche Runde. Okay. Jeden Tag. Einfach Routine, dann fällt es einem leichter. Und was hörst du dabei oder hörst du gar nichts dabei? Meistens Podcast. Was hörst du? Gemischtes Hack, ist ganz geil. Bist ein Hacki? Ja. Eigentlich nur das. Und Kurt Krömer. Sind das deine Empfehlungen? Ja. Hack und Feeling? Gemischtes Hack auf jeden Fall. Sag mal, du warst jetzt Alicante, hab ich gesehen auf deiner Insta-Story. Richtig, bei einem Pro-Wettkampf und hab dann 2 Tage mit meinem absoluten Vorbild Wesley Withers, die Nummer 8 auf der Welt in der Classic, verbracht. Und auch mit Emir Umaragic, der auch da mitgemacht hat, in der offenen Klasse trainiert. War auf jeden Fall Tage, die ich nicht vergessen werde. War wirklich krass, ohne Scheiß. Gute Motivation, oder? Übelst. Vor allem auch auf so einem Weltkampf, Alter. Du spürst die Luft, du siehst die Leute, siehst, wo du hin willst, die ganzen Pros und so. Deshalb umso mehr Gas geben. Weil da waren ganz schöne Klopper. Wie sieht dein Weg aus jetzt als Profi oder Profi zu werden? Das ist eine gute Frage. Also zuerst habe ich die Prep durchziehen, jetzt im Oktober da Wettkämpfe machen und mein Bestes aus mir rausholen. Und wenn das für Profi reicht, dann reicht's. Wenn es nicht für Profi reicht, dann reicht es nicht für Profi. Bin ich einfach noch nicht so weit. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall Bock, erstmal komplett durchzuziehen und zu sehen, was ich machen kann, wenn ich wirklich mal 100% gebe und alles andere mache, was andere Athleten auch so machen. Weil das haben wir bis jetzt noch nicht ansatzweise irgendwie angekratzt. Und dann können wir mal sehen, wie der Look ist. Und dann zum Schluss entscheiden. Ja, wie lange geht deine Diät jetzt? Boah, so 16 Wochen. Meistens 16 Wochen, das ist so der Durchschnitt. Bei uns weiß ich jetzt nicht ganz genau, in welcher Woche ich bin, weil es jetzt erst die zweite ist. Okay. Aber spielt keine Rolle. Wir gucken mit nach dem Gewicht und dann schauen wir. Aber meistens sagen wir so, wenn man einen Wettkampf plant und einen guten KFA hat, dann so 16 Wochen. Was wichtig ist, ist der Spiegel. Der KFA ist scheißegal. Das juckt keinen. Also du musst halt einfach hart sein. Du musst so wenig KFA haben, wie es geht. Und manche Leute rechnen das aus und sagen, ich habe 5% und sehen trotzdem fett aus. Das bringt ja auch nichts auf der Bühne. Kein Mensch juckt, was du für ein KFA hast. Du musst einfach shredded sein. Oh.
Gar nicht so einfach, sich selbst so zu motivieren, oder? Man braucht keine Motivation. Also, wenn ich nur dann trainieren würde, wenn ich motiviert bin, dann würde ich einmal die Woche gehen, wenn es hochkommt. Wenn man mal ganz ehrlich ist, auf Social Media sieht man so viele, die immer Bock haben, ins Training zu gehen. Und auch bei mir sieht man das. Das ist ja niemals der Fall. Wir sind ein ganz normaler Mensch, der auch keinen Bock hat. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du entweder sagst, okay, ich mache jetzt nur das, worauf ich Bock habe. Oder du sagst, okay, ich muss das machen, weil ich will mein Ziel erreichen. Also was ist dir wichtiger, das Ziel erreichen oder das machen, was du Bock hast? Irgendwann bist du da an der Spaltung, an der Gabelung und dann weißt du, wo du lang musst. Das entscheidet sich dann. Deshalb, also Disziplin, deshalb steht es auf meinem Nacken, das ist das Wichtige, nicht Motivation. Einmal hintere Schulter noch im Kabel und dann geht's an die Ärmchen. Wie wichtig ist ein Booster vor dem Training? Da sind wir gerade wieder beim Thema Motivation und Disziplin. Wenn du es unbedingt brauchst, motiviert zu sein, dann kann ein Booster helfen. Wenn du noch nicht an dieser Gabelung angekommen bist, dass du es auch machst, auch wenn es sein muss, einfach ohne. Es kann dir helfen, ist ein cooles Tool. Ist für mich entbehrbar. Da würde ich mir lieber ein Whey-Protein holen, Kreatin, Sachen, die was bringen. Und das kommt dann irgendwann später, wenn du mehr Budget hast. Ja. Ich würde mich erstmal um die Basics kümmern, auch gerade wenn man geringeres Budget hat, so als Schüler, keine Ahnung, Student. Ja. Kümmere dich um die wichtigen Sachen. Eiweiß, richtige Ernährung, vor allem Schlaf. Und dann die Supplemente, nämlich Omega-3, die wichtigen Sachen, Protein, Kreatin, vielleicht ein Isokir. Das sind die wichtigen Sachen. Ja? Und danach kannst du dich um Booster kümmern. Ich habe momentan ein bisschen mehr das unsaubere Training für mich entdeckt. Ich mache momentan immer so sauberes und dann, wenn ich nicht mehr kann, fällt ich ein bisschen ab. Ich gehe nochmal so, weißt du, hast gerade gemerkt, erste Übung mal relativ sauber und dann einfach ballern, Blut reinbringen, pumpen. Ja. Ich finde, das gehört auch dazu. Ich merke das, wenn ich so gerade in den letzten Wiederholungen einfach nochmal so halbe Reps mache oder Baby-Reps nennt man das. Also, dass man, wenn man keine ganzen mehr schafft, nur die Hälfte macht. Ja. Und dafür halt mehr, immer so wippen, dass du in der gedehnten Position extrem viel Last auf dem Bizeps hast und das übelst anabol. Und danach hast du auch, merkst du es direkt, übelste Spannung drin. Und genau so sollte es eigentlich sein. Es ist gut, wenn man sauber trainiert und die Technik lernt. Aber wenn man dann keinen Pump hat oder nichts spürt, nicht weiß, wo man hinzieht, wo man den Muskel spürt, dann ist das auch nichts. Das ist einfach antagonistisches Training, also Gegenspieler. Am Beuger, am Strecker, wenn die zusammen, ist eine maximale Dehnung. Marsch! Du hast studiert! Ich habe diesen Muskelaufbau studiert. Ich habe übrigens am ganzen Körper Stiche. Hier, da, komm her. Da, 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 da. Alicante-Mücken, die sind jetzt so anabol, die haben alle mein Blut. Einmal nur noch so richtige Klopper. Die Übergangsphase von der Diät ist immer am schlimmsten. Wenn man noch fett ist und flach wird. Weil die ersten beiden Wochen ist halt immer eher so semi. Aber wenn es dann mal rüber geht über diesen Punkt, dann verlierst du Fett. Dann fühlt man sich automatisch besser. Weil jetzt ist Fett noch dran und man ist flach. Also das ist der schwerste Punkt von der Diät. Okay. Aber ist okay. Alles im Rahmen. Für andere Leute ist es geil, cooler Body. Und für man selbst, finde man selbst findet sich immer scheiße. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, wenn man besser werden will. Man darf nie zufrieden sein. Das bin ich auch nicht. Gerade jetzt. Aber es gehört dazu, es gehört alles dazu. Ich muss mit einem klarkommen, muss besser werden, darf sich nicht demotivieren lassen.